standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shops und ich habe heute ein spezielles Video für euch vorbereitet und zwar geht es um die MLG in Columbus und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein paar allgemeine Informationen zu diesem Turnier an. Es geht los, und zwar es gibt ein Open Bracket, da sind 128 Teams drin. In diesem Open Bracket, da kann theoretisch jedes Team mitspielen, das sich dafür ein Ticket gekauft hat. Es hat auch ein europäisches Team sich auf den Weg gemacht. Dort mitzuzocken, das ist Team Vitality aus Frankreich. Die sind jetzt erst ein paar Tage in LA, in Santa Monica, im Red Bull Office und fliegen dann weiter nach Columbus, werden da im Open Bracket mitspielen und es gibt auch bereits ein Pool Play. Da sind in jedem Pool quasi, also in jeder Gruppe, sind bereits vier Teams und es können sich nochmal vier Teams, also die Top vier Teams aus diesem Open Bracket, qualifizieren sich dann fürs Pool Play. Somit hast du dann vier Gruppen mit jeweils fünf Teams. Und die Top 2 aus dieser Gruppe spielt jeder gegen jeden und die Top 2 aus dieser Gruppe gehen ins Winner Bracket des Championship Brackets und die anderen drei, also der dritte, der vierte und der fünfte, gehen in das Loser Bracket. Und somit hast du dann praktisch ein Winner Bracket und Loser Bracket. Hier wird es im ganz normalen Verfahren ausgespielt, wie ihr es aus allen anderen Turnieren auch kennt. Wird das Ganze dann ausgezockt und im Loser Bracket und im Winner Bracket. Und schlussendlich oder letztendlich die Top 4 Teams aus der MLG in Columbus, die noch nicht für die MLG Season 1 qualifiziert sind für die Playoffs, werden hier einen sicheren Spot erhalten und das ist natürlich ja, eine sehr, sehr geile Sache für ein, sag ich mal, Amateur-Team in diese MLG-Season reinzukommen, da das Ganze natürlich bezahlt wird, da du regelmäßig deine Matches hast, da du die Playoffs hast, und natürlich da auch einen gewissen, Fame abgreifen kannst, gegen Teams wie Optik und so weiter zu spielen. Also nochmal Kurzfassung, es gibt ein Open Bracket, 128 Teams, die Top 4 Teams dieses Open Bracket kommen in das Pool Play, werden jeweils in die vier bestehenden Gruppen reingeschmissen, die wir uns auch gleich anschauen werden und die Top 2 von dieser Gruppe, also 5 Teams pro Gruppe, 4 Gruppen, die Top 2 Teams gehen weiter ins Winner Bracket, die anderen 3 Teams gehen ins Loser Bracket und spielen dann hier das Ganze aus und 4 Teams, die noch nicht für diese MLG Season 1 Playoffs qualifiziert sind, erhalten dort einen sicheren Spot. Hier unter mir seht ihr, was es zu gewinnen gibt. Wir haben hier einmal Pro Points. Der erste bekommt 25.000 Pro Points, also jeder Spieler, also 4x 25.000 Pro Points. Zweite 15.000, dritte 11.000, vierte 9.000, fünfte, sechste bekommt 8.000 und der siebte, achte dieses Turnieres bekommt 7.000 Pro Points. Natürlich gibt es auch Geld zu gewinnen, ganz logisch. Der erste bekommt, oder das erste Team bekommt 10.000 Dollar, das zweite 6.000, das dritte 4.000. Der vierte 2.000, der fünfte, sechste bekommt ein 1.000er und der siebte und achte immerhin noch ein 500er, also 500 Dollar. Ergibt eine Summe von 25.000 US-Dollar am Preispool. Das Ganze wird auch gestreamt auf MLG.tv. Wird das Ganze live übertragen werden von MLG, gecastet natürlich. Und ja, das Ganze geht wie gesagt Freitag los, dauert bis Sonntag an und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal die Gruppen an. So, und hier haben wir dann die Gruppen von Poolplay, was ich eben schon gemeint habe. Wie ihr sehen könnt, in jeder Gruppe unten, der fünfte ist ein Open Bracket Spot. Also wie gesagt, vier Teams vom Open Bracket können es schaffen, sich hier in das Poolplay mit rein zu qualifizieren und haben auch die Chance dann auf einen sicheren MLG Spot. Natürlich, wenn sie im Championship Bracket dann so weit kommen oder in die Top 4 kommen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Gruppen an. Wir fangen an mit Pool A. So, genau, ich muss das alles ein bisschen spiegelverkehrt machen. wir haben hier in der Gruppe A Optic Gaming, haben TK Prophecy und STDX eSport. In der Gruppe B haben wir Team Justice, Rise Nation, Optic Nation und Automatic Reloaded, also AR. In der Gruppe C haben wir Denial eSports, FaZe, Stunner Gaming und CLS eSports. Und im Pool D haben wir Team Envious, Ever Gaming, deren amerikanisches Team, Strictly Business und Carnage und natürlich, wie gesagt, die vier Open Bracket Spots. Und wie gesagt, die Top 2 aus jeder Gruppe kommen weiter ins Winner Bracket.
Die anderen drei kommen ins Loser Bracket. Die sind jetzt natürlich nicht direkt raus. Die haben noch die Chance, sich durchs Loser Bracket zu kämpfen. Natürlich bei einem Lose im Loser Bracket bist du weg vom Fenster. Bist du im Winner Bracket, kannst du mehr oder weniger, sag ich mal, zweimal verlieren. Und letztendlich von diesen kompletten Teams, wenn dann natürlich auch noch die vier Spots vom Open Bracket gefüllt sind, haben nochmal vier Teams die Chance, sich für die MLG Season 1 Playoffs zu qualifizieren. Natürlich Teams wie Optic Gaming, ich glaube Prophecy, TK, Denial, FaZe, Envy, Strictly Business, Optic Nation und Rise oder Justice, bin ich mir nicht sicher. Also die meisten von den Teams, sagen wir mal so, die ich jetzt genannt habe, haben ja schon einen sicheren Spot, also teilen sich die vier offenen Spots für die Season 1 Playoffs unter den restlichen Teams auf, also unter den vier Open Bracket Teams und unter den anderen Teams. Und das Ganze wird dann am Freitag losgehen, wird auf MLG.tv gestreamt und ich würde jetzt gerne noch meine persönlichen Predictions für jede Gruppe abgeben. Zum Open Bracket kann ich nicht viel sagen, ich kenne ehrlich gesagt außer Vitality, das französische Team, nicht wirklich ein Team aus dem Open Bracket, habe auch nicht geguckt, wer da im Open Bracket alles mitspielt, kann man irgendwo nachlesen, aber die meisten Teams würde ich wahrscheinlich sowieso nicht kennen, da ich eigentlich nur die amerikanischen Pro-Teams verfolge. Ich würde sagen, in der Gruppe A ist es natürlich ganz klar, Optic Gaming wird hier den Gruppensieg holen, meiner Meinung nach. Zweiter TK Prophecy, hab TK noch nicht so oft spielen sehen, Prophecy schon ein bisschen öfters. Ich denke mal, es wird sich TK und Prophecy ausmachen, aber meine Prediction ist jetzt mal Optic Gaming und ich sage jetzt mal einfach Prophecy, dass die dort weiterkommen. In der Gruppe B haben wir Justice, Rise Nation, Optic Nation und AR, vier starke Teams. Gruppenerster wird definitiv Optic Nation, meiner Meinung nach. Die sind natürlich auch sehr, sehr stark aufgestellt mit Karma, TP, Ambos und Proofy. Gruppenzweiter, ich denke Rise Nation oder AR. Aber ich kann es nicht genau sagen, wie gesagt, ich habe auch noch nicht allzu viel gesehen, die Spiele sind noch nicht so lange draußen. Aber ich sage jetzt einfach mal, erste Optic Nation, zweiter AR, die direkt in das Winner Bracket einziehen werden. Pool C, auf jeden Fall Gruppenerster, Denial Esports, zweiter FaZe, so wie es hier auch geschrieben steht, wird sich nicht viel ändern. Im Pool D, auch schwierig zu sagen, Envy ist eigentlich auch relativ stark unterwegs. Ich würde Envy mal auf den ersten Platz tippen und auf den zweiten auch Evergaming NA. Ich habe die mal spielen sehen, die sind auch nicht schlecht in den Game. Aber jedoch muss ich dazu sagen, Carnage kenne ich nicht und beziehungsweise der Name sagt mir was, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Strictly Business eher nicht. Also ich denke eher Team Envy und Evergaming werden da ins Winner Bracket einziehen. Wie gesagt, das sind meine Predictions. Schreibt unten in die Kommentare, welche Teams eurer Meinung nach Top 2 in der Gruppe werden, welche Teams also direkt in das Winner Bracket einziehen von jeder Gruppe. Und ihr könnt mir auch gerne schon eure Final Predictions in die Kommentare schreiben. Das heißt, was ihr denkt, wer eure Top 4, eure Top 6, eure Top 8 oder eure Top 3, wie ihr wollt, für das gesamte Turnier sind. Und meine Predictions für das komplette Turnier ist natürlich jetzt relativ schwer zu sagen, aber ich denke, auf jeden Fall wird im Finale Denial Esports auf Optic Gaming treffen. Die zwei schätze ich momentan wirklich am stärksten ein. Ich denke mal, dass Optic Gaming im Finale 3-1, 3-2 gegen Denial spielen wird. Wird aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Match. Und auf den dritten und vierten Platz tippe ich jetzt einfach mal Envy und Optic Nation. Also meine Top 4 Predictions. Optic Gaming Platz 1, Denial Platz 2, Envy Platz 3, Optic Nation Platz 4 und dann sage ich noch Prophecy auf Platz 5. Das sind meine Top 5 und dann sagen wir noch FaZe ist mein Platz 6. Das sind meine Top 6 Predictions. Ihr könnt eure Final Predictions für das Turnier auch gerne in die Kommentare unten schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß am Wochenende beim Anschauen und wir hören die Tage wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Schocks.